Sicherlich, wir kommen tatsächlich schon zum letzten Kampf des heutigen Abends, aber der hat es in sich. Ladies and Gentlemen, drei Runden, volles Regelwerk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit Ihrem Applaus Isa Isakov! The Terminator. Keinen klangvolleren Namen hätte er finden können. Isa Isakov. Vom Bulgarien Top Team Street Sport. Ja, sehr interessant. Er ist Tschetschene. Dient dazu, dass die Haut ein bisschen geschmeidiger ist und nicht gleich reißt, damit sich da nicht irgendwie ein Cut bilden kann. Viel zu tun hatten sie heute noch nicht. Waren keine großen Verletzungen. Ein aufgeschlagenes Knie habe ich gesehen. In Besitz wird sie halten bis zum bitteren Ende. 79,7 Kilo eingewogen, der Mann an seiner Ecke, Miomir Vojovic, ganz erfahrener Mann. Ladies and Gentlemen, der Mann vertritt das Bulgarian Top Team, seine Empfehlung. Amateurkämpfe lassen wir mal außen vor. 8 Profikämpfe, 7 Siege. In Bulgarien gebürtig, lebt jetzt in Belgien. Ihr Applaus für Isa Isakov! Ja, macht er fast noch hier einen Spagat vor dem Kampf. Also, im vielleicht schon beginnenden gesetzten Alter von ihm 30 Jahre noch gut beweglich. In die blaue Ecke, Levan Shokeli. So, und der hat eine nicht ganz so kunterbunte Reiseodyssee hinter sich, aber auch einiges. Kommt aus Tiflis in Georgien, kämpft aber hier für das Phoenix-Team aus Kassel. Und Trainingsbedingungen würde ich nicht unbedingt sagen, dass sie jetzt sehr viel besser sind. 80,3 Kilogramm schwer, heute beim Einwiegen 23 Jahre jung. Er wird trainiert und betreut von Marko Nemavic, Urgestein in Sachen Kampfsport. Ladies and Gentlemen, der Mann vertritt das Phoenix-Team. Seine Bilanz makellos, 7 Pro-Kämpfe, 7 Siege. Die Blissige gebürtig kämpft aus Kassel. Ihr Applaus für Levan Shokeli. Können wir hoffen, dass das wirklich das krönende Spektakel des Abends wird. Die Frauen haben gut vorgelegt vorher, also da haben die Männer jetzt gerade ein bisschen Druck. Das ist auch gut so. Ich glaube das fast. Also wenn man sich den Rekord anschaut der Kämpfer und wenn man sich anschaut, wie sie so athletisch aufgestellt sind, glaube ich daran, dass das ihr Kampf des Abends wird. Das ist auch ein Kampf auf, scheint auch ein Kampf auf Augenhöhe zu sein. Ganze 7 Jahre älter ist Isa Isakov. Und nochmal von Gerd Richter, mahnende Worte. Braucht es bei solchen Kämpfern überhaupt noch? Die müssen doch genau wissen, was los ist. Im Grunde ja. Das ist aber immer noch mal ganz gut, den Leuten nochmal auf die Finger zu klopfen und zu sagen, hey, passt auf, wo ihr gerade seid. Isa Isakov behauptet hier gleich die Käfigmitte. Oh, schöne Linke hier. Schnell durchgestochen. Schneller Low-Kick. Gleich mal hier den Claim abgesteckt. Ja, wir haben gezeigt, ich bin hier, wo bist du? Aber Isa geht aber weiter nach vorne. Oh, schöne Overhand. Das habe ich jetzt fast erwartet gehabt. Dass Isa hier dieses Heranstechen nicht unbeantwortet lässt. Ja, beide sind schnell mit den Händen. Ja, sind auch gute Athleten für ihre Gewichtsklasse. Das hat aber ganz stark gesessen. Wahnsinn, stark. Das war's. Schluss. Isa Isakov sagt noch, warum? Ja. Ich bin doch wieder da. Aber das war eben für ein paar Sekunden lang nicht. Stark, richtig gut, richtig das waren gut. Knappe 50 Sekunden. Bog die Rechte und da ist er den angeklingelt. Bam, Flying Knee. Isa Isakov heute runter zum Takedown.
Hier nochmal das Knie schon wieder aufgemacht. Perfektes Timing. In der Situation hat er keine Verteidigung. Man muss er akzeptieren, dass der Kampf abgebrochen wird. Schwierig. Ich meine, er war ja sogar noch dran am Bein. Kann er nicht einfach abbrechen? Nur nein, nicht, dass er in der Situation abbricht, sondern sobald die beiden wieder im Stand sind, zum Beispiel, es sich löst, dass das unterbrochen wird, um den Kämpfer zu versorgen. Dann ja. Referee Stoppage in der ersten Runde. Schade. 57 Sekunden. Nein, ich sage auch, er ist unzufrieden. Er will da gar nicht hin. Ist er auch unzufrieden? Ist er auch gerne. Verletzung, die wird aber wieder heilen. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sieg geht an den Mann aus Kassel, Levan Shoheli.